Wollen wir jetzt, ich glaube, das erste Mal haben wir uns beim Casting kennengelernt, oder? Ja, beim Casting. Beim Casting. Wir haben damals, naja, genau, Leute gecastet für Discounter. Leute für Discounter gecastet und ich war, glaube ich, schon dabei. Und ja, es war eigentlich auch klar, dass du eigentlich auch dabei bist. Ich wusste bis zu dem Moment eigentlich nicht, dass ich safe dabei bin. Ja. Dass ich fest eingeplant bin, aber da sollten wir gucken, wie wir alle miteinander harmonieren, glaube ich. Das war das erste Treffen. Und ja. Ich glaube, da war Clara eigentlich auch dabei. Genau, Clara war auch da, ja. Ja, 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 stimmt. Ja, da haben wir uns das erstmal gesehen, oder? Das war sehr witzig. Hat funktioniert. Ich glaube, wir haben uns am ersten Drehtag kennengelernt, oder? Oder nee, wir haben Probe, nicht bei dem Probedreh, wir haben Probedrehtag gemacht, auf jeden ja, Fall. Ja, wir hatten vor der ersten Staffel schon mal so einen Probedreh, um zu gucken, wie das aber geht. Du meinst aber nicht den... Nicht den Probe, ja, nee, es gab einen Probe, sondern so den danach, Probedreh, ja, so eine Woche wo schon wir alle dabei waren. Vor Start, genau, ja. Im richtigen Markt auch schon, wie meinst du? Also ja, wir haben uns im richtigen Markt kennengelernt bei einem Probedreh, um schon mal zu checken, wie es mit Licht und den, genau, den Orten und so funktioniert. Und so, und ich glaube, da haben wir einfach so ein paar, irgendwie auch ein paar Szenen und sowas so ein bisschen gespielt, so irgendwie ausgedachten, ja, Sachen so ein bisschen und haben uns so kennengelernt, irgendwie alle. Ja, ich weiß nicht, ich hatte am Tag vorher die Besetzungsliste gesehen und dann habe ich jeden Einzelnen schon mal ein bisschen gestalkt. Mhm. Und dann, ich weiß noch, es war so Probedreh, wir wollten eigentlich Szenen ausprobieren, aber es war eher so ein bisschen mal abchecken, wer die anderen Leute so sind und wie man so miteinander vibet. Gerade bei so einer Impro-Serie auch nicht schlecht, wenn man sich auch so einigermaßen gut versteht. Naja, man hat sich auf jeden Fall erstmal natürlich super gefreut, dass es sowieso weiterging und dann man erstmal die Bücher in der Hand hatte. Ja, dann hat man sich reingelesen und war direkt so, okay, geil, wird wieder eine gute Nummer. War da schon sehr zufrieden, dachte, ja, das wird nochmal auf jeden Fall was toppen und es ist wieder ein bisschen realer, ein bisschen wieder mehr so back to the roots, ein bisschen mehr wie Staffel 1 und so und wird mehr auf die einzelnen Charaktere eingegangen als so auf diese, als auf die Gastauftritte und so, ist wieder mehr, ja, es ist ganz geil. Ich musste schon schwer lachen auf jeden Fall, als ich es gelesen habe. Du auch, oder? Ja, ich habe es nicht gelesen. Ich hab das Drehbuch nicht gelesen. Ja. Ich hab das, aber es gibt einfach, ich sag's immer wieder in jeder Staffel, dass ich meine Parts immer lese, aber die anderen Parts nicht, weil ich ja auch überrascht werden möchte. Und so war es nämlich auch, als ich die Trailer gesehen habe von der dritten Staffel und ich war voll begeistert. Ich war wie, der und der macht da mit? Wow, gut, dass ich das Drehbuch nicht habe. Dann werde ich auch einfach bei der Staffel einfach überrascht sein und ja, vielleicht werde ich bei der nächsten Staffel Drehbücher lesen. Ja, das ist ja gut, wir müssen ja keinen Text lernen, deswegen ist es ja auch nicht ganz so schlimm. Ja, genau, bei uns. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Ja. Also, du wirst einfach heftig gespoilert, wenn du das Drehbuch liest. Ja. Und das ist halt das Ding, warum ich es nicht lesen möchte. Ja, ja, also ich freue mich immer krass, wenn halt die Bücher dann kommen, das ist einfach irgendwie so, macht einfach ultra Spaß zu lesen, du weißt nicht, was mit deinen Figuren passiert, sondern das ist auf jeden Fall immer ein Event. Ja. So, und beim Lesen von der dritten Staffel habe ich auf jeden Fall sofort gewusst, okay, das wird richtig geil, weil ich finde es mit auf jeden Fall das beste Buch von allen bisher gewesen und ich finde auch, dass es die beste Staffel bisher geworden ist von allen. Und ja, also keine Ahnung, ich habe ultra viel Spaß beim Lesen gehabt. Ich fand auch cool, was ich über meine Figur gelesen habe, was für Sachen passieren und so. Macht einfach mega viel Spaß und du freust dich einfach beim Lesen schon drauf, oh geil, das werden wir machen, boah, das wird mega witzig und so weiter. Ja. Das wird wieder so eine Klassenfahrt. Ja, ja. Ich weiß auch noch, wie ich in die Gruppe direkt geschrieben hatte nach dem Lesen, Leute, ich glaube, das wird dick. Beste Staffel. Ja, es haben das glaube ich, alle beim Nachlesen wussten, weil so, das war irgendwie, das irgendwie Konsens, dass alle fanden es richtig, richtig geil bei der dritten, ja. Ja. War sehr witzig. Also war sehr lustig, ja. Es hatte so einen Klassenfahrt-Vibe halt. Ja. Also es war, beim Drehen war es halt so das Ende vom Drehen. Ja. Sozusagen. Und dann war es halt wie so ein schöner Abschluss also mit dem ganzen Team da in dieser Halle und haben auch übernachtet, weil wir insgesamt 3 Tage da gedreht haben. Ja. Für diese Folge. Weil und du kannst voll gut Skifahren. Du kannst richtig gut Skifahren. Ah, ja. Und David auch und Marie auch. Die haben wir Flickflacks gemacht. Also wirklich, ich war so begeistert davon, dass Marie und dieser alle runtergebrettert sind. Die haben gar keinen Double gebraucht. Das war wirklich heftig gut. Versicherungsmäßig durften wir natürlich nicht. Ja, nee, aber sonst, nee, war wunderschön. War so Klassenfahrt. Mit dem Bus da hingefahren, haben wir auch schon gedreht. Im Bus, sieht man auch in der Staffel. Das war ja so Hauptschule, Klassenfahrt. Und dann da gepennt halt 3 Tage und dann eine Party gemacht und von den Securities waren sie so gejagt worden, so von Zimmer zu Zimmer. Ja. Also es war wirklich wieder ein Klassenfahrt, damals mit den Lehrern. Das war wirklich geil. Ja. Ultra geil. Es war so eine Klassenfahrt. Ja. Also es war wirklich irgendwie, als würden wir als Kolinski-Crew
ein bisschen Urlaub machen. So. Also ja. Allein der Weg dahin in dem Bus, da wurde ja auch schon so ein bisschen mitgefilmt. Das war schon das absolute Chaos. Das war so geil. Das war genau wie Klassenfahrt. Ja. Also im Bus, alle sitzen hinten und machen Lärm und nerven rum. Also die, also nicht alle, aber halt wir so. Und also Sarah war es weiter vorne. Genau, und du sitzt weiter vorne mit deiner Lunchbox und so. Es war wirklich so richtig, ja, so ein Bild von so einer typischen Klassenfahrt-Bus-Action. Ja, richtig geil. Also das hat so viel Spaß gemacht. Man konnte halt auch gar nicht richtig einschätzen, wie es so wird, weil es war echt so das erste Mal raus aus dem Supermarkt, aus dem geschützten Raum. Alles ist irgendwie möglich. Es könnte komplett chaotisch werden. Gewollt chaotisch natürlich auch irgendwie. Ja. Und es war auch geil, weil es waren die letzten Drehtage vom ganzen Dreh. Also das wurde haben wir am Ende gemacht. Und das war dann wie so ein fulminanter Abschluss auf jeden Fall nochmal. Hat richtig Bock gemacht. Wir haben auch, ja, in dieser Skihalle, dann auch da gepennt, in diesem schrabbeligen Hotel daneben. Und es war einfach mega geil. Da war so ein Sauna und so und alles. Und dann wir waren halt die einzigen dann, Gäste in diesem riesigen richtig, Komplex. Ja, und haben da dann richtig Party gemacht. Das war ultra geil. Ja. Ja. Das war alles immer nach dem Dreh. Also wir können auf jeden Fall, was das angeht, können wir so tun, als wenn wir betrunken wären. Ja, wir wissen auf jeden Fall, wie man das spielt. Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Die Zigaretten sind echt. Aber ja, die Zigaretten sind echt, aber wir sind dann in dem Moment auch schon so hyped, weil wir dann wissen, wir können später dann auch einen trinken. Und es macht viel mehr Spaß, wenn wirklich alle Feierabend haben und jeder auch trinken darf. Ja, ja. Und das ist halt wirklich dann am Ende, wenn Schnitt ist, dann... Und es ist ja auch bescheuert, du spielst ja auch Szenen an einem Tag. Und der einen bist du dann betrunken und den anderen sollst du nicht betrunken sein. Das ist ja bescheuert, wenn du dann wirklich betrunken bist, dann noch in der anderen halt. Kannst du ja nicht einfach so ausstellen, wäre von Nachteil auf jeden Fall. Und vor allem mit dem ganzen Skifahren und so wäre das sowieso nicht klar gegangen. Ja. Ich glaube, da muss man auch komplett nüchtern für sein. Also ich hatte extrem Angst, obwohl ich nicht viel machen musste, hatte ich extrem Angst auf diesen Skiern. Das war für mich das erste Mal in meinem Leben und auch das letzte Mal. Ich hoffe, falls nicht noch eine Staffel im Skidome kommt, dann... Aber es war auf jeden Fall schon nüchtern sehr anstrengend, auf den Dingern zu stehen. Ich glaube, betrunken hätte das niemand hingekriegt. Ja, da geht es ja vielleicht in der nächsten Staffel ins Tropical Island. Das war ja quasi die Alternative dazu. Ich bin für eine Mallorca-Staffel. Ja. Ich bin schon die ganze Zeit für eine Mallorca-Staffel oder für Bali, Thailand, I don't care. Kulinski muss irgendwo... Aber nur für den Urlaub, ne? Scheißegal. Egal, Urlaub machen wir müssen in die Sonne. Ich habe auch schon ein paar Vorschläge gemacht mit den Jungs und so. Wir müssen einfach in die Sonne. Ich glaube, das würde einen Thorsten... Ich glaube, die Mallorca-Staffel habe ich sogar schon durchgeplant. Ja, das ist ein Sehen für den großen Urlaub auf jeden Fall. Ja, genau. Also das wird vielleicht passieren. Ich hoffe nicht mehr in die Kälte. Bei mir war es, glaube ich, ist es... Ich fand es total lustig, als ich das gelesen habe, dann die Dynamik mit Peter, dass die nochmal so extreme Züge angenommen hat, dass wie er mich schikaniert und so. Und das hat auch mega viel Spaß gemacht beim Drehen und es war teilweise echt auch richtig doll. Es ist schon auch davon eigentlich, glaube ich, einiges in die Serie, in die Staffel mit reingeschwappt hat. Aber das wusste ich schon, dass das viel Spaß machen wird, wie er mich da zur Sau macht die ganze Zeit und wie ich oft dann dieses dritte Rad fünfte Rad am Wagen bin bei Titus und Peter und so. Darauf hatte ich auf jeden Fall Bock. Ja. Ich glaube, bei mir gab es so zwei Momente. Zum einen entwickelt sich bei Pina so eine neue Freundschaft und es ist auf einmal, sie trifft auf eine Person, die ihr irgendwie super ähnlich ist und mit der sie sich direkt total verbunden fühlt. Also so irgendwie so ein neues Gefühl von so richtiger Freundschaft. Ich glaube, zu den KollegInnen fühlt sich gefühlt auch eine Freundschaft, auch wenn ihr mich eigentlich nicht mögt. Nein. Und ich glaube, das Coolste mit, weil es spielt ja alles so rund um Weihnachten und es gibt natürlich auch dann irgendwie eine Weihnachtsfeier. Und da hat Pina ja nochmal was ganz Spezielles vorbereitet. Ein lyrisches Meisterwerk. Und da habe ich mich auch schon sehr drauf gefreut, da einfach total zu übertreiben und nochmal irgendwie... Ja, bei mir ist es, glaube ich, das ist eher ein persönlicher Grund, weil jetzt in der dritten Staffel macht Peters großer Bruder wieder mit, Anton, in einer Szene. Und das ist halt in echt auch mein großer Bruder, Oskar Bökelmann. Und ja, das war für mich einfach ein persönliches Highlight, mit dem halt das zu spielen. Und die Szene ist auch schön Banane auf jeden Fall. Und das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, also mit ihm da in meiner Welt da unterwegs zu sein und das zu zeigen. Weil mehr so ein brüderlicher Familienmoment für mich, den ich sehr, 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 sehr gut fand. Ja. Ja, das war echt cool. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was in der Folge, in der Staffel passiert ist. Es ist einfach zu lange. Das weiß ich immer noch nicht. Es ist zu lange her. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, was in der Staffel passiert ist. Aber einfach, es hört sich jetzt voll kitschig an, aber alles war einfach cool. Ich glaube einfach, die Dreharbeiten in dem neuen Supermarkt war jetzt einfach wieder
auch was ganz Neues in einer neuen Gegend, ja, und voll, alles. Frischer und, Wind auf jeden Fall. Ja, und auch unsere Crew, die meisten bleiben ja immer, aber dann gibt es auch wieder immer wieder neue, die ins Team kommen und so. Und ich glaube, so, das ist einfach auch wieder mal so eine Überraschung. Und es macht halt einfach Spaß und es ist immer wieder so ein neues Erlebnis. Deswegen ist auch so jede Staffel auch wirklich anders, was das Drehen angeht. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gar nicht so viele Szenen, wo ich so wahnsinnig herausfordernd viel spielen muss. Ich finde, das Improvisieren kommt ja auch durch so ein, also oder der Witz kommt ja durch so eine Leichtigkeit auch, durch das Improvisieren und so. Also je lockerer und weniger so, das weiß ich nicht, geplant ist, desto witziger ist es auch teilweise. Zumindest bei dem, was ich mache, habe ich das Gefühl, ist es so. Ich glaube, bei Clara ist es auf jeden Fall noch ein bisschen anders. Weil Claras Rolle einfach ganz, ganz anders ist so. Und deswegen, ja, versuche ich da auch immer nicht so viel Kopf zu machen und da halt so locker und leicht wie möglich ranzugehen. Aber es gibt so Szenen, die einfach, glaube ich, auch teilweise wirklich physisch herausfordernd sind bei uns, weil wir so lange und krasse Szenen machen. Zum Beispiel eine Szene, wo ich einen Weihnachtsbaum durch den ganzen Markt trage und so dreimal hin und her, und das filmen wir halt dann so 10 Minuten lang durchgefühlt und da ist riesen Chaos im Markt und so. Das ist dann einfach pure Action, aber das ist dann so eher wirklich physisch herausfordernd. Mhm. Ja. Ich hatte so eine sehr emotional herausfordernde Szene, in der Pina ja kurz die tatsächliche Filialleitung übernimmt und dann doch überforderter damit ist, als sie es, glaube ich, gedacht hätte, und da so einen kleinen Zusammenbruch hat. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir an der Szene sehr, sehr lange gearbeitet haben, und es war gar nicht unbedingt so körperlich anstrengend, sondern emotional dann irgendwann so anstrengend, dass man auch froh war, danach wieder so eine locker leichtere Szene zu spielen, das weiß ich. Ja. Und ich freue mich doch was auf das Ganze, auf diese Weihnachtsfeelings. Darauf freue ich mich, weil das gab es ja in gar keiner Staffel. Ja. Und deswegen finde ich einfach dieses, so wie der ganze Markt dann eingerichtet war und so, das mussten wir ja Anfang des Jahres schon drehen. Ja. Deswegen war da noch gar kein Weihnachtsfeeling. Jetzt, wo man es guckt, denkt man sich natürlich so, oh geil und so. Ja. Das allerekligste waren die Fertiggerichte. Das war so eklig. Wenn dem Dinner dann. Man musste dann so tun, als wenn man das dann isst und so. Und das war so eklig. Das war echt eklig. Ich wünsche mir für die nächste Staffel geilere Gerichte. Weihnachtsessen Kolinski-Style davon. Ja. Das kann man gar nicht sagen, weil eigentlich jeder. Also ich würde sagen, dass meine Figur so ist wie ich, aber in 10-mal schlimmer. Ja. 10 Millionen Mal schlimmer, einfach ohne Grenzen und auch wirklich so ganz, ganz dolle. Dolle. Und das ist ja einfach auch der Humor von Discounter, dass es einfach extrem ist. Ja. Und deswegen, jeder ist so ein bisschen sein eigener Charakter, mit noch ein paar Extremen. Lust, halt viel, viel zu toll, ja, total. Ja, weil würde ich auch so unterschreiben, dass halt, ja, genau das ist man. Also dadurch, dass es auch so Impro ist, man bedient sich schon irgendwo auch an sich selber leicht. Aber dann halt, ja, wie gesagt, halt total drüber, so Sachen, die man natürlich nie machen würde. Ja, man kann einfach mal selbst seine Mann drüber. Gerade uns beide brauchen so besonders bescheuert, Sachen, die gesagt werden und so, wo man sich natürlich mal distanzieren muss, was natürlich dann, Peter halt macht, weil er dumm ist oder halt. Ja. Ja. Klar, mein Spaß. Nee, auch von uns beiden? Ja. Also von uns beiden erstmal. Du? Ja, ich würde sagen, vielleicht schon mehr ich. Ja, doch mehr ich. Auf jeden Fall mehr ich. Ich glaube auch ein bisschen mehr du. Weil, also natürlich, ja, Clara ist natürlich lange nicht so wie Pina. Aber ich will jetzt auch nicht so, ja, ich bin jetzt auch nicht so der, so ein faules Opfer Hänger. wie Sammy. Ich glaube, wir sind, aber ja, doch eher ich. Aber ich würde sagen, von allen Leuten aus dem Cast. Schwierig. Mark? Schon, aber. Naja, auf jeden Fall, was seine Schlagfertigkeit und Wortwitz angeht, das ist auf jeden natürlich, Fall. Natürlich, wir sind alle nicht so. Muss man unterstreichen, wir sind alle nicht so böse, wie wir in der Serie sind, aber wir sind alles sehr liebe, nette, gute Menschen. Und Clara ist keine besserwisserische Pina-Oberlehrerin. So, aber im überspitzten Sinne ist bei, glaube ich, sehr vielen Leuten von uns. Schon viele so viel aus dem eigenen Charakter mit eingeflossen, auf jeden Fall, ja. Nicht bei allen, aber bei vielen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, es gibt so einige Charakterschaften. Nura eigentlich. Glaubst du? Nee, eigentlich auch nicht. Ja. Also ich habe das Gefühl, jetzt so nach 3 Jahren kennt man sich dann doch irgendwie schon sehr gut und man erkennt immer so Charaktereigenschaften, die es dann in den Figuren nochmal im viel übertriebeneren Sinne
irgendwie reingeschafft haben. Ja, ja. Also wahrscheinlich so, es gibt so richtig viele Momente, die wir als Privatpersonen, wo wir uns da nicht so reinschmeißen und raushängen lassen. Und in der Rolle kann man dann mal richtig übertreiben und einfach richtig drüber sein. So. Ja. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das macht auch, das ist so, was es den Dreh auch so geil macht. Kannst einfach mal auf die Kacke hauen. Weihnachten, das ist die schönste Zeit des Jahres. Oh, Weihnachten, Sie Wichser. Eine Zeit, in der wir wünschen können. Wenn hier einer Burnout hat, dann bin ich das. Und an die denken, die nicht viel haben. Meine Mutter kann die Stromrechnung nicht mehr zahlen, deswegen ist die Dusche eiskalt bei uns. Und ich dusche jetzt einmal die Woche im Hallenbad. Bis Weihnachten ist das erledigt. Thorsten muss jemanden feuern. Ich würde gerne Ausbildung hier anfangen. Lasst uns über kleine Gesten freuen, die von Herzen kommen. Ich lass mich doch von der nicht die Finger in den Arsch stecken. Mit Liebe kannst du alles schaffen. Lasst uns einander Vertrauen schenken. Wer hat das Geld aus der Box, Spendenbox von meiner Mama geklaut? Nein! Lasst uns einander begegnen. Wie geht's? Alles, was Beine hat. Und dieses Fest gemeinsam zu etwas Großem machen. Sag mal, Leute, wie kaputt seid ihr eigentlich? Wollt ihr mich verarschen? Meinst du, die Ware verkauft sie davon alleine? Nee, wir dachten, dass wir für unsere Kundinnen zu Weihnachten. Ja, Kundinnen. Hier, nimm dein Bäumchen und wandle. Komm, zisch ab. Das hast du toll gemacht. Frohe Weihnachten.